Am Ende unseres letzten Lore-Videos zum Kosmos von Dungeons & Dragons haben wir einen Clip zu den Göttern versprochen. Und hier ist er. Der Schwerpunkt wird hier auf den Forgotten Realms liegen, als dem beliebtesten D&D-Setting. Aber es gibt auch einen kleinen Ausflug darüber hinaus, zumal diese Wesenheiten auch nicht an eine Spielwelt gebunden sind. Erst einmal sollten wir klären, was Götter bei Dungeons & Dragons eigentlich sind. Im Gegensatz zu dem Konzept einiger realweltlichen Religionen sind diese Gottheiten nämlich weder allmächtig noch unsterblich. Und ob sie irgendwas erschaffen haben oder einfach nur Zuständigkeitsbereiche haben, wie Minister in einer Regierung, das schwankt auch. Sie haben auch nicht den Stellenwert wie bei anderen Rollenspielen, wie zum Beispiel das Schwarze Auge. Damit ist gemeint, kulturell sind sie oft weniger wichtig. Es werden nicht ganz so oft Religionskriege geführt und Menschen definieren ihren Alltag nicht auf Basis ihres Glaubens, jedenfalls nicht in dem Maße, wie es bei anderen Rollenspielen der Fall sein mag. Die Funktionen von Göttern in der Welt von D&D sind eher technischer Natur. Sie werden dann relevant, wenn die Spielmechanik sie braucht. Das heißt, sie sind vor allem für drei Dinge zuständig. Sie versorgen ihre Anhänger mit göttlichen Zaubersprüchen, sie gewähren also im Grunde Wunder für die Heldencharaktere, die an sie glauben. Sie sorgen dafür, dass es Tempel gibt, in denen Abenteurer Dienstleistungen bekommen können, wie zum Beispiel die Wiedererweckung eines gefallenen Kameraden. Und die bösen Götter sind natürlich dazu da, fiese Kultistenzellen oder ganze Völker zu verführen, damit diese als Antagonisten in einem Abenteuer dienen können. Götter können für einzelne Welten zuständig sein, für Kontinente und Kulturen auf diesen Welten oder nur für bestimmte Völker auf einer Welt oder vielen Welten. Grundsätzlich stehen die Götter über dem Multiversum und wirken von den äußeren Ebenen aus. Das heißt, in der Theorie könnten sie auf allen Welten des Multiversums wirken. In der Praxis sind sie aber oft auf eine einzelne Welt beschränkt, wobei es natürlich Ausnahmen gibt. Loth oder Lolth ist so ziemlich in jeder Welt die Göttin der Drow. Und Tiamat, die böse Drachengöttin, gibt es ebenso wie ihren Gegenspieler Bahamut auf verschiedenen Welten. Nur heißen sie dann zum Beispiel auf Krünn eben Takisis und Paladin. Auf der Welt von Dark Sun gibt es keine Götter, jedenfalls nicht mehr. Eberron ist vom Rest des Multiversums abgeschirmt und hat ganz eigene Pantheons. Meist gilt, es mischen sich Götter einer Welt nicht in die Angelegenheiten ihrer Kollegen auf einer anderen Welt ein. Dafür, dass solche Regeln eingehalten werden, sorgt der Obergott Ao, der Hüter der kosmischen Gesetze. Ao ist nicht den Regeln des Multiversums unterworfen und er bezieht seine Kraft aus anderen Quellen als die normalen Götter. Ao entscheidet auch, welcher Gott für welches Gebiet zuständig ist. Zumindest ist das die Setzung für die Forgotten Realms und er verfügt, wer überhaupt zum Gott werden kann. Denn nicht alle Götter üben ihr Amt schon seit Anbeginn der Zeit aus. Es ist durchaus möglich, dass Sterbliche den Rang eines Gottes erlangen. Bei D&D kann man sich das wie die finale Stufe eines Heldenlebens vorstellen. Genauso ist es möglich, dass ein Gott stirbt, zum Beispiel durch die Hand eines Sterblichen, der ihn dann in seinem Amt ablöst. Denn wenn Götter auf die materielle Ebene gerufen werden, kann es sein, dass sie stoffliche Form annehmen und verwundbar sind. Mehr dazu im Abschnitt zu den Kataklysmen Feruns später in diesem Video. Es ist aber viel wahrscheinlicher, dass ein Gott in Vergessenheit gerät, weil seine Anhängerschaft ausgelöscht wurde. Die Geschichte Feruns kennt diverse Götter vergangener Epochen, die einfach mit ihren Völkern untergegangen sind. Denn Götter beziehen ihre Macht daraus, dass möglichst viele Sterbliche an sie glauben. Je mehr, desto mächtiger wird auch der Gott oder die Göttin und umso mehr göttliche Magie kann sie ihren Anhängern in Form von Zaubersprüchen gewähren. Was einem Gott ebenfalls passieren kann, ist, dass er stürzt und zu einem Teufel oder Dämon wird. Und umgekehrt kann es sein, dass ein solcher Unhold Sterblichen weismacht, er oder sie sei eine Gottheit, damit er oder sie als solche angebetet wird und dann wirklich göttliche Macht erlangt. So ist es beispielsweise mit Asmodeus geschehen. Ao soll eigentlich auch dafür sorgen, dass sich die Zuständigkeiten nicht überlappen. Das ist dann aber doch teils sehr kleinteilig und hat in der Vergangenheit auch nicht immer so gut funktioniert. So gab es in den vergessenen Reichen in den letzten ca. 100 Jahren 5 Todesgötter, die sich gegenseitig bekriegten und das Konzept Tod unter sich aufteilen mussten, indem sie verschiedene Teilaspekte davon für sich beanspruchten.
Überlappungen und Widersprüche sind oft auch Echtweltgründen geschuldet. Die Designer von D&D haben für ihre Welten über die Jahre einfach hemmungslos irdische Pantheons geplündert und bunt zusammengewürfelt, dazu aber auch eigene Götter entworfen. Da auch die Erde Teil des D&D-Kosmos ist, können auch Zeus, Hera und Athene oder Odin und Loki als Götter auftauchen. In ihren jeweiligen Gebieten sind Götter dann auch überragend. Thorm zum Beispiel ist ein exzellenter Kämpfer, aber das heißt nicht, dass sie allmächtig sind. Abseits ihres Spezialgebiets sehen sie meist ziemlich alt aus. Deswegen muss sich Thorm immer von Wokin die Steuererklärung machen lassen. Passend zu den D&D-Regeln sind Götter in Ränge je nach Machtgrad unterteilt, die sich aber je nach Regeledition auch mal ändern. Was aber immer gleich bleibt, sie folgen den gleichen Gesinnungssystem wie die Sterblichen, oder besser, Sterbliche orientieren ihre Gesinnung an den zu ihnen passenden Göttern. Diese Gesinnungen, gut, böse, neutral, chaotisch, rechtschaffen, und ihre Mischung passen auch zum System der äußeren Ebenen, und daher haben die Gottheiten ihre Heimat oft, aber nicht immer, in der entsprechenden Ebene. Rechtschaffen gute Götter leben also meistens auf dem Berg Celesti. Böse Gottheiten findet man öfter mal in den Ebenen, die man eigentlich mit Dämonen assoziieren würde. Aber komplette Pantheons, wie das nordische oder griechische, die ja auch alle nach D&D exportiert wurden, teilen sich auch mal eine komplette Ebene, unabhängig von der Gesinnung der einzelnen Gottheiten. Es ist nun mal ein Versuch, Dinge zu ordnen, die man so leicht nicht in dieses Regelkorsett zwingen kann. Letztlich stehen diese Wesen auch oft in Konkurrenz zueinander, vor allem wenn ihre Gesinnungen sich diametral gegenüberstehen. Und das kann wiederum Folgen für den ganzen D&D-Kosmos haben, oder zumindest für eine der Spielwelten, wie gerade die letzten 20 Jahre unserer Welt und circa 100 Jahre in den Forgotten Realms gezeigt haben. Die heutigen Götter dort sind das Ergebnis langer Konflikte und Kriege, von denen die letzten zu wahren Kataklysmen auf der Welt Abeir Toril, der Heimatwelt der Forgotten Realms, geführt haben. In den meisten Abenteuern spielen diese großen Metaplot-Ereignisse keine große Rolle. Sie werden eher in Romanreihen ausgelagert oder in speziellen Phasen zwischen Editionen bespielt, um die kommende Spielwelt der nächsten Edition zu formen. Die große prominente Ausnahme sind natürlich die PC-Spiele Baldur's Gate 1 und 2, in denen man als Spieler oder Spielerin direkt in den Erbfolgestreit eines Gottes hineingezogen wurde. Teil eines großen Plots, der die vergessenen Reiche gleich mehrfach umgestaltet hat. Es fing im Jahre 1358 und damit an, dass die Todesgötter Merkul und Bane, die selbst einst sterblich gewesen waren, vom Obergott Ao die Tafeln des Schicksals klauen wollten, um das Gefüge des Kosmos zu ändern. Ao war entsprechend sauer und zwang alle Götter des Planeten für ein Jahr in Avatar-Form auf diesem herumzulaufen. Nur der Wächtergott Helm blieb verschont. Diese Zeit ging als Time of Troubles, die Zeit der Sorgen, in die Geschichte von D&D ein. Für das komplette Jahr funktionierte göttliche Magie nur in unmittelbarer Nähe des Avatars. Mystra als Wächterin arkaner Magie war auch nicht mehr auf ihrem Posten, und als Konsequenz floss diese Magie ungehindert, wild und chaotisch. Und in Avatar-Form waren die Götter sehr verwundbar. Hier ein paar der wichtigsten Tode. Mystra wurde von Helm getötet, weil sie sich wieder zurück in den Himmel schleichen wollte. Der Todesgott Bane wurde vom Paladin-Gott Thorm erschlagen und umgekehrt. Beide wurden später aber durch Voraussicht und fiese Pläne wiedergeboren bzw. als Dank für ihre Tat wiedererweckt. Mystras Essenz floss in die Menschenfrau Midnight und diese tötete den Todesgott Merkul. Auch das war nicht endgültig, aus Midnight wurde dann später wieder Mystra. Der dritte Todesgott, der vermutlich bekannteste von ihnen, Baal, wurde von dem sterblichen sadistischen Söldner Syrig erschlagen, der dann für kurze Zeit seinen Platz einnahm bzw. alle drei Todesgötter beerbte. Syrigs ehemaliger Gefährte Celemvor, den er verraten hatte, rächte sich nur 10 Jahre später und entriss Syrig die göttliche Macht wieder, um als wohlmeinender Todesgott zu herrschen. Dabei wurde er aber schnell von den wiedererstarkten Toten drei, Bane, Merkul und Baal, bedroht. Syrig war nicht vernichtet, aber geschwächt, natürlich sann er auf Rache. Ihr seht, nichts hier hatte so wirkliche Konsequenzen. Der Tod Baals und dessen Folgen sind Grundlagen der Geschichte von Baldur's Gate. Baal hatte seinen Tod durch Syrig vorhergesehen und jede Menge Nachkommen in Faerûn gezeugt. Diese sollten sich gegenseitig bekriegen und der Überlebende sollte der Nachfolger Baals bzw. der wiedergeborene Gott des Mordens werden. Das zog sich dann aber über 100 Jahre hin, denn das überlebende Baalskind Abdel Adrian, die Protagonistenfigur aus Baldur's Gate, lehnte die göttliche Macht zunächst ab.
Erst im hohen Alter und somit in der Ferun-Geschichtsschreibung erst vor wenigen Jahren wurde er dann durch einen kleinen Redcon doch noch von einem anderen überlebenden Baalskind erschlagen und der Gott wurde, geschwächt, wiedergeboren. Aber wir greifen etwas vor. Nachdem die Götter sich also gekloppt hatten, bekam auch Ao seine Tafeln wieder, zerstörte sie aber, was die Gesetze des Kosmos veränderte und die Grenzen zwischen Toril und seiner Parallelwelt Abeir dünner werden ließ. Einige Jahre später rächte sich der irre Ex-Gott Syrik. Er und die Nachtgöttin Shaar töteten Mistra. Schon wieder. In diesem Fall löste das Risse im magischen Gewebe der Welt aus. Das Phänomen wurde bekannt als die Spell Plague oder die Zauberpest. Das sorgte dafür, dass die Fusion von Abeir und Toril endgültig wurde. Noch mehr Götter starben oder es wurde klar, dass sie nur Aspekte anderer Götter waren. Es war der Soft Reboot zum Start von D&D 4, den damals ehrlich gesagt schon alle hassten. Oder fast alle. Der Mord an Mystra war der Ingame-Grund für eine Vereinfachung der Spielwelt, des ganzen Kosmos, wie wir seinen Wandel im letzten Video beschrieben haben. Und er rechtfertigte einen Zeitsprung von 100 Jahren nach vorne, um die Ergebnisse des neuen Kataklysmus zu sehen. Es wurde ein D&D präsentiert, wie man es zum Beispiel aus dem MMO Neverwinter kennt, mit viel mehr over-the-top magischen Effekten, instabilen Portalen und fliegenden Inseln. Es kam bei der Spielerschaft nicht so toll an und so mussten die Designer in Form ihrer Sockenpuppe Ao erneut eingreifen. 1482 gab es das Event der Second Sundering, damit ging das Ende der Spell Plague einher und es war auch die Zeit, in der Baal wiedergeboren wurde. Der Götterhimmel war jetzt wieder auf dem Stand von vor der Zeit der Sorgen, mit einigen kleinen oder größeren Änderungen wie dem neuen Totengott Celemvor. Aber alle vertrauten Gesichter waren wieder da. Auch wurden die Parallelwelten Abeir und Toril wieder getrennt. Und offenbar sind die Götter eben doch unsterblich, zumindest wenn die Fans das so wollen. So, das war jetzt ein Schweinsgalopp durch die wichtigsten Ereignisse der letzten 100 Jahre in den Forgotten Realms, sofern sie mit Göttern zu tun hatten. Natürlich stark vereinfacht. Wenn ihr einen Wunsch für das nächste Lore-Video habt, schreibt ihn doch bitte in die Kommentare und wenn ihr dieses Video nützlich fandet, empfehlt es gern weiter und drückt diesen Button mit der Hand, die mit dem Daumen, der nach oben zeigt und so. Tschüss.